Wir werden dieses reiche Land, was die Juden aufgebaut haben, unter uns teilen, in die schönen Häuser, in die schönen Städte, die die Juden gebaut haben. Wir werden uns die Frauen untereinander teilen, denn Mohammed hat uns ja erlaubt, vier Frauen zu heiraten. Und die jüdische Frau war besonders begehrt, nicht nur der Schönheit wegen, sondern weil die jüdische Frau Kameradin ihres Mannes war. Und weil sie als Kameradin mit ihrem Mann das Land Israel aufgebaut hatte. Und das hatten die Araber gesehen und das waren eben ihre Frauen nicht. Und dann begehrten sie diese jüdischen Frauen, mit denen sie in einer wirklichen kameradschaftlichen Ehe leben konnten. Und die Kinder, naja, die Kinder, die werden dann unsere Hilfsarbeiter, unsere Sklaven, unsere billigen Landarbeiter, die Kinder, die teilen wir untereinander. Und dann ist die Judenfrage gelöst. Aber siehe da, diese Rechnung ging nicht auf. Das Jahr 1948 geht vorüber, das Jahr 1949 kommt und dieses erbärmliche Häuflein von 600.000 Juden hat einen grandiosen Sieg des Widerstandes gegen die fünf regulären arabischen Armeen durchgehalten, dass am 6. März 1949 auf der Insel Rhodos, dann nochmal später im Juni, ein Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet werden muss. Nicht, weil die Juden nicht mehr weiter können, sondern weil die fünf regulären arabischen Armeen nicht mehr weiter können. Und durch einen UNO-Vermittler, Ralph Bunche genannt, wird nun dieser Waffenstillstandsvertrag abgeschlossen. Und was ist mit den rund 600.000 Arabern, die jetzt geflüchtet sind, hinüber, die der Großmufti von Jerusalem doch verführt und betrogen hat? Sie könnten nach einigen Wochen zurückkommen. Sie werden jetzt in Jordanien, Libanon, Syrien und am Gazastreifen in Ägypten in Lagern gehalten, um der Hass der Weltöffentlichkeit gegen Israel zu schüren. Und die UNO gibt Millionen aus für diese Araber. Und seltsamerweise hat sich diese Zahl, man hört ja heute unheimliche Zahlen von Palästinenserflüchtlingen, hat sich diese Zahl heute fast verdoppelt. Man spricht von über 1 Million Palästinenserflüchtlinge, weil man die neugeborenen Kinder und die Generation, die in den Lagern geboren ist, dazu zählt und nie einen gestorbenen Palästinenserflüchtling abzieht. Dass man die Rationen und die Geldzuteilungen von der UNO Jahre und Jahrzehnte in Besitz nahm von Eltern und Großeltern, die von 10 oder 15 oder 20 Jahren schon gestorben waren. Und heute hört man 1,2 Millionen, 1,3 Millionen, so und so viel Palästinenserflüchtlinge. In Wirklichkeit sind es höchstens 560.000 bis 600.000. Und nun sehen Sie, ihr Lieben, das war mir ein Anliegen, Ihnen zu zeigen, was die Palästinenserflüchtlinge wirklich sind. Aber nun die große Frage, warum wollen denn die Araber diese aus Israel geflohenen Palästinenserflüchtlinge nicht eingliedern in ihren Ländern? Jordanien hat ja einen Teil eingegliedert und ein Teil im Libanon sind ja eingegliedert und sind zu großem Wohlstand gekommen. Denn unser Land war ja 1945 auf dem Nullpunkt und wir haben 12 Millionen Ostflüchtlinge aus den Ostgebieten hier im Westen eingegliedert. Warum können die arabischen Ölstaaten, die in den Ölmilliarden schwimmen, nicht die paar 600.000 arabischen Flüchtlinge aus dem Lande Palästina, das heute Israel heißt, warum können sie sie nicht eingliedern? Sie wollen sie nicht eingliedern. Denn wenn sie die eingliedern würden, würden sie zugeben, dass sie den Krieg gegen Israel verloren haben. Und sie dürfen gegen Israel den Krieg nicht verlieren. Weil im Jahre 622 nach Christus das Unglaubliche geschah, dass ein Wüstenstamm aus Mekka und aus Medina an der Spitze mit einem Großkaufmann, der 10 Frauen hatte und der Mohammed hieß, weil dieser Wüstenstamm fast die damalige ganze bekannte Welt erobert hat. Sie kamen bis Tours und Poitiers im Jahre 732 nach Christus in Frankreich, in Mittelfrankreich, und sie kamen im Jahre 1683 bis vor die Tore der damaligen europäischen Hauptstadt Wien. Und Allah hat 1300 Jahre dieser wilde Wüsten
Araberstamm von Sieg zu Sieg geführt. Und nach 1300 Jahren verlieren die nacheinander 4 Kriege. Und das ist für das arabisch-moslemische Denken unmöglich. Sowas gibt es nicht. Sowas darf es nicht geben. Sie haben 48 den Krieg gegen Israel verloren. Sie haben 56 den Krieg gegen Israel verloren. 67 sowieso mit ganz Ost-Jerusalem. Und sie haben 1973 gegen Israel auch den Krieg verloren. Und jetzt, seit dem 6. Juni dieses Jahres, 1982, verlieren sie im Libanon einen Krieg, wie noch nie ein Krieg verloren wurde. Abgesehen von diesen Massen von Munition, die da gelagerten. Und von den Soldaten, die bereit standen, gegen Israel zu kämpfen. Und von den Raketen, wo jeder arabische Rekrut nur auf den Knopf drücken brauchte. Und 23 Orte in Nordgaliläa, in Nordisrael, sollten auf einen Tag vom Erdboden wegradiert werden. Und sie verlieren diesen Krieg, die Araber. Und nun kommt der Araber in seinem muslimischen Denken zu den Überlegungen, ist Allah nicht mehr mit uns? Ist unser Gott nicht mehr mit uns? Unser Gott, der uns 1300 Jahre von Sieg zu Sieg geführt hat, wo wir nie eine Schlacht verloren haben, wo wir bis nach Südrussland vorgedrungen sind, wo 60 Millionen Menschen in Südrussland Mohammedaner sind. Wir sind bis nach Afghanistan, bis nach Indien vorgedrungen. Ganz Nordafrika, bis in das Herz hinein von Afrika, ist muslimisch geworden. Herr Gaddafi von Libyen hat gefordert, wo 732 die Araber in Tours und Portier nicht weiterkamen, dass Karl Martell sie dort aufhielt und Roland der Schildträger. Dort müssen wir weitermachen. Ganz Westeuropa muss islamisch werden. Deutschland hat ja schon 4 Millionen Moslems. Ist ja nicht schwer, dieses Land muslimisch zu machen. Und nun, wo dieses Volk überall Sieg hat, politischen Sieg, den Propagandasieg, den sie haben, wo sie überall die Weltpresse beherrschen, durch den Öldruck mit ihren Öldollars, wo sie diesen politischen weltweiten Sieg haben, verlieren sie gegen ein einziges Volk, gegen diese 3,5 Millionen Juden. Japan geht in die Knie vor den Öl, Scheiß vor den Öldollars. Amerika, alle heucheln sie, alle Völker heucheln mit den Arabern, der schwarzen Öl ist wegen von unten. Nur ein einziges Völkchen, das steht da. Und dieses eine Völkchen gewinnt gegen die arabische Übermacht von über 130 Millionen Araber 5 Kriege innerhalb von 34 Jahren. Das ist die arabische theologische Überlegung. Allah ist nicht mehr mit uns. Allah ist zu den Juden übergegangen. Allah, unser Gott, der uns von Sieg zu Sieg führte, der uns Blut und Schwert und Feuer befohlen hat, die Ungläubigen auszurotten oder sie zum Islam zu bekehren. Dieser Allah ist jetzt auf der Seite der Juden. Warum haben die Juden 5-mal die Kriege gewonnen? Hat Allah die Fronten gewechselt? Ist unser Gott Allah nicht mehr mit uns? Es sieht so aus, als ob dieser Gott Allah nicht mehr mit den Arabern wäre, aber es darf nicht sein. Und deswegen muss die arabische Lügenpropaganda mit dem arabischen Öldruck alles daran setzen, das kleine Volk Israel politisch, propagandistisch, militärisch zu vernichten, damit es im islamischen Glauben wieder ins Gleichgewicht kommt. Siehst du, wir haben die Juden doch besiegt. Allah ist wieder auf unserer Seite, auf der Seite der Araber. Und das ist die theologische Hassspirale, die sich ohne Ende dreht, dass die muslimischen Araber alles tun, um Israel zugrunde zu richten. Durch ihre Kampagne, indem sie die Weltvölker alle zwingen, in nicht nur Waffenembargos gegen Israel, sondern in wirtschaftlichen Sanktionen gegen Israel und drohen und Terroranschläge machen. Es ist ja in München wieder eine Synagoge überfallen worden und sind wieder Menschen niedergeschossen worden von irgendwelchen Terroristen. In der ganzen Welt haben sie diese Terrorakte durchgeführt. Und nun kommen sie nach dem Libanon. Und der Libanon ist für diese Möglichkeit, Israel auszurotten, für die Araber die beste Basis. Nach dem Libanon kommt im Jahre 1975 Yasser Arafat. Und Yasser Arafat ist es gelungen, die zerstrittenen palästinensischen Befreiungsorganisationen, die sich alle unter dem roten Banner
von Moskau gebildet haben. Ihm ist es gelungen, diese Befreiungsorganisationen zu vereinigen. Es sind 6 verschiedene Befreiungsorganisationen, die sich aus den Flüchtlingslagern dieser 600.000 geflüchteten Araber herausgebildet haben. Und die alle haben zum Ziel, wenn wir gegen die Juden siegen und die Juden vernichten, sind wir die Erwählten, die es der Welt beweisen, Allah ist wieder auf unserer Seite. Yasser Arafat wird 1971 im schwarzen September fast vernichtet in Jordanien durch den jordanischen König und flüchtet nun mit seinen wenigen Getreuen, die er hat, in den Libanon. Im Libanon baut er nun in der Vereinigung dieser 6 Organisationen zur Vernichtung des Judenvolkes, baut er nun strategisch im Rücken Russland, Moskau und diese Waffen, baut er eine Vernichtungsmaschinerie auf, dass die Zahlen, die man liest, was für Waffen von Israel gefunden wurden im Libanon in den letzten Monaten, ins Astronomische gehen. Der israelische Geheimdienst hat nun in den letzten Jahren beobachtet, dass im Libanon nicht nur die PLO-Leute, die palästinensische Befreiungsorganisation, so heißt dieses Wort PLO abgekürzt, dass sie nicht nur einen Bürgerkrieg ohnegleichen entfesselt haben, sondern sie haben eine Vernichtungskriegsmaschinerie gegen Israel entfaltet. Wo die Israelis jetzt hinkommen, hat sich Unbeschreibliches der Weltöffentlichkeit kundgetan. Von 1975 bis heute, das sind 7 Jahre, sind ca. 100.000 libanesische Zivilisten durch die ca. 20.000 bis 25.000 PLO-Einheiten meuchlings umgebracht worden. Und zwar durch einen Bürgerkrieg, der von der PLO entfesselt wurde, indem sie mit den muslimischen Libanesen gegen die christlichen Libanesen vorgegangen sind und von den ca. 100.000 Toten fast der größte Teil ausschließlich christliche Libanesen sind. Man hat fürchterliche Dinge mit den Menschen gemacht. Man hat die Kinder in die Luft geworfen und sie erschossen vor den Augen der Eltern. Man hat die Menschen an 4 Autos gebunden, an jedes Arm und an jedem Bein ein Auto. Und die 4 Autos sind nach 4 Seiten losgefahren und die Menschen sind auseinandergerissen worden. Man hat die Menschen mit Steinen erschlagen. Steine gibt es ja dort genug. Man hat die Menschen erschossen. Man hat sie in die Kirchen getrieben und niedergeschossen. Man hat die Frauen und die Mädchen in Gegenwart der männlichen Familienmitglieder entkleidet und vergewaltigt. Es sind derartige Gräuel in diesen 7 Jahren geschehen. Warum eigentlich? Nun, das sind ja Bestien, diese Menschen. Aber warum sind sie so bestialisch? Weil sie das Gespür haben, dass die christlichen Libanesen so etwas mit den Israelis zusammenarbeiten und kooperieren. Und weil sie ja den Sieg Allahs wieder haben wollen. Und bevor sie Israel vernichten können, müssen sie erstmal die libanesische christliche Bevölkerung vernichten. Und tatsächlich haben sie ca. 100.000 umgebracht. Man redet von 98.500 sowieso. Ich sage jetzt ca. 100.000. Und als die Israelis im Libanon einmarschierten, geisterten Bilder durch die Weltpresse und zeigten, dass die Israelis angeblich die Dörfer und die Städte in Schutt und Asche gelegt haben. Und das stimmte nicht. Sondern in den 7 Jahren haben die PLO-Mörder im Libanon die Dörfer und die Städte in Schutt und Asche gelegt. Sie haben Städte und Dörfer vernichtet mit 20.000 und 40.000 Einwohnern. Restlos vernichtet. Und die Städte und Dörfer sind nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Und die Weltpresse lügt nun, Israel hätte diese Dörfer und Städte zusammengeschossen. Und davon stimmt kein Wort. Und sehen Sie, das müssen Sie unter diesem religiösen Gesichtspunkt sehen. Die christliche Bevölkerung im Libanon muss vernichtet werden, die ist israelfreundlich. Und nachdem sie das in diesen 7 Jahren fast geschafft haben, der Libanon wurde ein 5-geteilter Staat, hatten sie jetzt eine Kriegsmaschinerie aufgebaut, dass sie, ich darf jetzt einige Zahlen vorlesen, sie dürfen erschrecken,
dass sie dort von der russischen Kriegsindustrie 1 Million Kalaschnikow-Maschinenpistolen bekommen haben. Als wir uns jetzt von der Sommerreise verabschiedeten, sagte unser Busfahrer Salman Koslano sehr traurig zu uns, er muss ungefähr zwischen dem 10. August und 10. September zum Libanon, er ist verheiratet, hat Frau und Kind, und wir sollen auf ihn beten, es sind ja circa 500 israelische Soldaten gefallen, 3000 entsetzlich verstümmelt, verkrüppelt, blind, Beine, Arme abgeschossen. Dieses Volk hat Entsetzliches gelitten unter diesem Krieg. Und er sagt, er muss nun in den Libanon-Krieg. Wir kommen jetzt vor circa 14 Tagen ins Land und siehe da, unser Salman hat den Krieg gut überstanden. Er ist 34 Tage im Libanon gewesen. Unsere erste Frage, er ist jetzt 16 Tage mit uns durchs Land gefahren. Mein lieber Salman, was hast du denn eigentlich im Libanon gemacht? Er war Adlerist, aber es waren ja die Kampfhandlungen vorbei. Wir haben es ja mitbekommen, Ende August, Anfang September sind die Meuchelmörder aus Beirut abgezogen. Und nun sagte er, ich habe 34 Tage lang nur Waffen transportiert, denn er war ja Busfahrer. Und als Busfahrer ist er dann in der israelischen Armee Lastkraftwagenfahrer. Er hat 34 Tage lang von morgens bis abends nur Waffen abgefahren. Und die ca. 26.000 PLO-Meuchelmörder, die nicht nur in Beirut, sondern im Libanon saßen und sich mit den muslimischen und den syrischen Truppen verbunden hatten, die sollten zusätzlich 80.000 bis 100.000 Söldner aus Kuba bekommen. Und dann sollten sie mit dieser Armee von über 100.000 Soldaten Israel angreifen, 23 Orte in Nordisrael zerstören, dem Erdboden gleich machen und die arabische Bevölkerung, die in Nordisrael wohnt und die zum Teil arabische Staatsbürgerschaft hat, die sollte dann Israel in den Rücken fallen und dann sollte ganz Nordisrael auf einen Schlag vernichtet werden. Das war das Ziel. Man hat genau diese Angriffspläne gefunden. Der israelische Geheimdienst hatte von diesen furchtbaren Waffenansammlungen berichtet. Und der israelische Verteidigungsminister Arik Sharon hat es durchgesetzt, nachdem sie im Süden mit Ägypten Frieden haben und von Ägypten keine kriegerischen Angriffe zu erwarten haben. Ein sehr kluges politisches Kalkül. Im Süden müssen wir Frieden haben. Jetzt können wir im Norden einmarschieren. Und jetzt marschieren wir die 45 Kilometer bis zum Litani-Fluss und nicht weiter. Weil von dort aus die PLO-Leute mit Katyusha-Raketen, das ist eine Rakete, aus der 4 Raketen herauskommen wie ein Feuerwerk und eine furchtbare Zerstörung anrichten, weil die mit diesen Katyusha-Raketen 28 Kilometer nach Israel hineingeschossen haben. Und durch diese Schießereien sind 1.002 israelische Männer, Frauen und Kinder in den letzten Jahren in Metula, Kiryat Shmoné und überhaupt an der Nordgrenze zum Libanon umgekommen. Und nun sagt die israelische Regierung, wir müssen einen Feldzug haben, der heißt Friede für Galiläa. Wir stoßen jetzt bis zum Litani-Fluss vor. Wir heben jetzt diese Raketenstellung aus, besonders Beaufort ist eine Raketenstellung, die 12 Kilometer an der Grenze zu Israel liegt und dann zig Kilometer nach Israel hineinschießt. Wir stoßen bis zum Litani-Fluss vor, vernichten das und dann ist unsere Sache erledigt. Irrtum. Sie kommen bis zum Litani-Fluss und finden ungeheure Waffenansammlung. Sie haben eine Maschine gefunden, die einen Radius von 3 Metern hat, mit dem besten Stahl aus Russland gebaut und die pro Tag 25 bis 30 Meter in die Berge hinein einen Tunnel fräst. Und man hat unterirdische Tunnels und Gänge gefunden, hunderte von Metern lang, durch diese Maschine gefräst, in das Libanon-Gebirge hinein, die voll waren mit Waffenansammlungen. Und als Israel diese Waffenansammlungen sieht, müssen sie notgedrungen weiter und sagen, wir können nicht bei der 45 Kilometer Grenze am Litani-Fluss im Libanon stehen bleiben. Wir können nicht diese Schutzzone einrichten gegen die PLO-Terroristen. Wir müssen weiter. Denn wenn so eine starke Waffenkonzentration gegen uns ist,
und die genauen Angriffspläne vorliegen in Arabisch, in Russisch, in Englisch und sie jedes Wort lesen kann, sie haben ja über 100.000 Einwanderer, die aus Russland gekommen sind, die jeden russischen Angriffsplan lesen können, dass auf einen Tag 23 Orte in Galiläa vernichtet werden sollen, dass die 80 bis 100.000 kubanischen Söldner eingeflogen werden sollen, für die diese Waffen bereit liegen, dass die Araber in Israel aufgehetzt werden sollen, den Juden von hinten in den Rücken zu fallen. Dann sagt der Verteidigungsminister und der Premierminister, wir müssen weiter. Wir müssen diese Mörderbande, die sich zu einer Wehrmacht entwickelt hat, wir müssen sie vernichten. Und nun haben sie 1 Million Kalaschnikow-Maschinenpistolen gefunden. Sie haben bis jetzt über 3000 LKW-Ladungen mit circa 10.000 Tonnen Munition gefunden und abgefahren und finden ständig noch. Alles in unterirdischen Gängen. Sie haben circa 1000 Kettenfahrzeuge, bepanzerte Fahrzeuge und Panzer im unzerstörten Zustand dort gefunden, obwohl sie den berühmten T-72-Panzer wie nicht zerstört haben. Sie haben den Code gefunden, wie man diese Strahlen vernichtet, diese Strahlen, wo die, wenn die Flugzeuge angeflogen kommen, nein, nicht Laserstrahl, ist etwas anderes. Sie haben diesen Code gebrochen, dass sie, wie gesagt, alle Raketenbatterien am Boden zerstört haben, bevor eine Rakete überhaupt hinaufgehen konnte, den Radarstrahl. Sie haben ein ganz bestimmtes System, das haben sie bis jetzt noch nicht an die amerikanische Regierung ausgeliefert, bis die amerikanische Regierung ihr Waffenembargo gegen Israel aufhebt. Dann erst bekommen die Amerikaner dieses Geheimnis, wie Israel jede Rakete am Boden zerstören konnte, wo ganz Westeuropa vor diesen berüchtigten Mittelstreckenraketen gezittert hat, die Israel wie nichts am Boden zerstört hat, ohne einen einzigen Mann zu verlieren. Sie haben außerdem über 500 schwere Artilleriegeschütze erbeutet. Von der leichten Artillerie wird überhaupt nicht geredet. Sie haben circa 50.000 verschiedenartige Bomben gefunden und sie haben circa 25.000 Handgranaten gefunden. Die Minen und die Panzerfäuste und all das andere wird gar nicht mehr gezählt. Als wir jetzt in Israel waren, ich kam durch Zufall in meinem Hotel, gerade an der Nachrichtensendung beim Fernsehen vorbei, da wurde wieder gezeigt, dass sie dort und dort wieder so einen 100 Meter langen Tunnel gefunden hatten, von dieser riesen Fräsmaschine gebohrt, und dort hatten sie schon wieder so und so viel Güterwaggons mit Waffen. Die Zahlen, die ich jetzt gesagt habe, sind morgen wahrscheinlich schon wieder überholt. Und nun müssen Sie verstehen, wenn Israel solche Waffenvorräte vorfindet, dann muss natürlich Israel diesen Krieg gegen, bitte hören Sie genau zu, gegen die 26.000 PLO-Mörder führen. Denn Sie haben ja wahrscheinlich in der Presse verfolgt, dass Israel ca. 7.000 bis 8.000 von ihnen gefangen genommen hat, dass einige Tausend, man schätzt 4.000 bis 5.000 gefallen sind. Und das Raffinierte ist ja dabei, dass das Rote Kreuz und die anderen Hilfsorganisationen die Toten gezählt haben, aber nie der Weltöffentlichkeit mitgeteilt haben, das sind libanesische Zivilisten und das sind PLO-Kämpfer, die mit der Waffe in der Hand gefallen sind. Sie wurden alle auf einmal gezählt. Und bei den vielen tausend Toten, die es angeblich gegeben haben sollte, waren immer ein hoher Prozentsatz von PLO-Kämpfern mit der Waffe in der Hand dabei. Und nun sehen Sie, jetzt sind 6.000, 7.000, 8.000 gefangen. Man schätzt, dass 5.000 bis 6.000 umgekommen sind. Das sind ungefähr 14.000. Dann wissen Sie, wie viele Tausend abgezogen sind und wie viele Tausend sich noch drüben auf der syrischen Seite verhalten. Dass also ungefähr, man schätzt, 26.000 von diesen spezial ausgebildeten PLO-Leuten waren, die Kerntruppe waren, um Israel zu vernichten. Und warum wollten sie Israel vernichten? Weil sie als die Elite dieser Geflüchteten vom Großmufti von Jerusalem betrogenen Leute, weil sie die Elite sein wollten, die sagten, wir haben Israel vernichtet und in dem Augenblick, wo wir Israel vernichtet haben, ist Allah wieder auf unserer Seite.
Und ich sage Ihnen das ein, ihr Lieben, es gibt keinen anderen Gesichtspunkt als diesen. Um den Libanon-Konflikt, um die Palästinenser-Frage zu verstehen, dass es eine rein religiöse Sache ist. Und dass das Wüten des Antichristen, nach meiner Kenntnis, gegen das Volk Israel in der großen Trübsal, nur unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen ist, dass das von Gott gesegnete und unbesiegte Israel, das jetzt wieder seit 34 Jahren die Weltbühne beherrscht, das muss von Arabern, die muslimischen Glaubens sind, vernichtet und besiegt werden. Zum Zeichen, dass Allah wieder auf ihrer Seite ist. Und unter diesem Gesichtspunkt hat sich diese Massenkonzentration von Waffen und Soldaten, die von Kuba kommen sollten, stellen Sie sich vor, eine Armee von 80 bis 100.000, so viel Uniformen, so viel Waffen, so viel Panzerfäuste haben sie gefunden. Die sollten dann gegen Israel den vernichteten Schlag führen. Dieser Aufmarsch ist nur zu verstehen unter diesem religiösen Gesichtspunkt. Und jetzt ist etwas in die Weltöffentlichkeit gesickert, was der israelische Geheimdienst geheim gehalten hat und nicht veröffentlichen wollte, aber Israel ist ein demokratischer Staat. Als wir jetzt dort waren, wurde uns das gleich in den ersten Tagen taufrisch erzählt. Der Libanon-Konflikt hat wahrscheinlich Westeuropa das Überleben ermöglicht und Westeuropa vor der totalen Vernichtung der russischen Atomraketen gerettet. Warum? Der Libanon ist von Beirut abgesehen und einigen anderen Badestränden eine Steilküste, weil das Libanon-Gebirge 2800 Meter hoch ist. Und weil es kilometerlang am Mittelmeer ganz steil ins Meer abfällt. Man sieht da schon, wenn man nach Rosh HaNikra kommt, wo die Grenze zum Libanon ist, wie steil das hinab in das Meer geht. Und die Israelis fanden eine Maschine, mit der sie nichts anfangen konnten. Eine ganz seltsame Fräsmaschine. Und sie gehen auf den Spuren dieser Fräsmaschine nach und stellen fest, diese Fräsmaschine ist ja auf Schiffen montiert worden und hat vom Mittelmeer ein unterirdisches System von unterirdischen Bunkerzufluchthäfen für die russischen Atom-U-Boote gebohrt. Man hat in diese unterirdischen gebohrten Tunnels, die hunderte von Metern lang sind, kreuz und quer in das Libanon-Gebirge vom Meer wie riesengroße Grotten hineingehen. Dort hat man ein ausgeklügeltes Computersystem gefunden. Und man hat gefunden, dass diese unterirdischen Tunnels durch x gewaltige, dicke Stahltore, die von der Seite oder von oben herabkamen, herunterkamen und die Atom-U-Boote unsichtbar machen und geschützt haben. Und man hat Angriffspläne gefunden, hören Sie bitte, was ich sage. Man hat Angriffspläne gefunden bei diesen ganzen Computersystemen, alles, was man da gefunden hat, so wurde es uns in Israel erzählt, von versierter Seite, dass von diesem Zentrum aus Europa unter Druck gesetzt werden sollte, wenn ihr nicht mit uns Arabern gegen die Israelis geht, in jedweder Weise, dann werden wir euch mit unseren Atomkanonen belegen. Da können noch so viele amerikanische Satelliten am Himmel herumkreisen. Ihr werdet keines von unseren Atom-U-Booten sehen. Da können noch so viele amerikanische Schiffe im Mittelmeer kreuzen. Ihr werdet keines von unseren Atom-U-Booten sehen. Die sind in diesem riesengroßen Computer gesteuert, mit dicken Stahltoren versehen, unterirdischen Netz vom Mittelmeer her in dem Libanon-Gebirge geborgen. Und wir brauchen nur auf das Knöpfchen zu drücken oder irgendeine Elektronik betätigen und dann öffnen sich die Stahltoren. Blitzschnell sind wir draußen, blitzschnell schießen wir die Raketen ab und wenn die Raketen abgeschlossen sind, bevor die in Westeuropa angekommen sind, sind wir schon längst wieder in unseren Mauselöchern verschwunden. Und die Talstahltore sind schon längst wieder herunter. Und keiner hat gesehen, wo die Atomraketen hergekommen sind. In der Sicht der Heiligen Schrift, so werden Sie sich verwundert haben, dass ich bis jetzt nur diese Fakten dargelegt habe,
wie wir in Israel eben jetzt gerade in den letzten Monaten erfahren haben. Zum Teil habe ich es ja auch in unseren Rundbriefen veröffentlicht. Ich bitte, dass Sie das doch mal nachlesen, besonders in unserem letzten Freundesbrief vom Oktober. Da haben Sie festgestellt, dass ich nur diese Fakten dargelegt habe und habe von der Bibel eigentlich wenig gesagt. Aber ich nehme an, wenn Sie jetzt zugehört haben, dass Ihnen doch dabei ganz klar geworden ist, in welch eine Tiefe der antichristlichen Zeit wir hineingekommen sind. Und dass von der Heiligen Schrift her gesehen, was bisher von vielen Schriftauslegern immer verschwiegen wurde, dass von der Heiligen Schrift her gesehen die Konzentration der muslimischen Araber in der Endzeit eine gewaltige Rolle spielen wird. Darf ich es jetzt mal so landläufig sagen? Ich predige mir seit 20 Jahren, predige ich mir den Mund heiser, dass ich seit 20 Jahren immer wieder den Leuten sage, wie könnt ihr so einseitig verkündigen, dass am Ende der Tage nur das römische Weltreich wieder entsteht, was das antichristliche Weltreich bildet. Seit 20 Jahren verkündige, das antichristliche Weltreich besteht aus den vier alten Weltreichen, Babel, Medo-Persien, Griechenland und dem römischen Reich. Und von diesen vier Weltreichen, die in Offenbarung 13 wieder erscheinen, sind 3/4 der Völker und der Landmassen islamischen Glaubens, nämlich die 650 Moslems, bevölkern 3/4 dieser vier alten Weltreiche, die einmal am Ende der Tage, und wir sind ganz nah dran gekommen, das antichristliche Weltreich bilden werden. Und es kann sein, dass Westeuropa noch einmal vom islamischen Glauben überrollt wird. Und dann, wenn dies geschehen wird, dann werden Sie sehen, dass es nur unter dem Gesichtspunkt zu verstehen ist, dass der islamische Glaube die Welt beherrschen muss, weil der islamische Glaube der Glaube des absoluten Hasses ist, dass alles, was andere Religion ist, niedergemetzelt wird und dass Allah immer auf ihrer Seite ist und dass mit Feuer und Schwert alles getan wird, um der Welt zu zeigen, Allah ist auf ihrer Seite. Und das eben heute nicht nur durch diese kriegerischen Ereignisse, sondern das heute durch die Propaganda, durch die Weltpresse, durch das arabische Öl, durch die Dollars und durch all diese Dinge der arabische, muslimische Einfluss immer stärker wird. Jetzt konnte man es wieder in der Zeitung lesen, welche Werke in Europa wieder ihre Aktien an die arabischen Ölscheichs verkauft haben. Es ist nicht nur Fiat, es ist nicht nur Mercedes, es ist nicht nur Krupp, es sind viele, viele. Die Bundesregierung hat so und so viele Milliarden ihres Schuldenberges an die Araber verpfändet und die Araber haben mit ihren Öldollars bezahlt und die ehemals abgetretene Bundesregierung, seit 1. Oktober haben wir eine andere Regierung, diese ist so und so viel, mit so und so viel Milliarden Dollar den Ölscheichs verhaftet. Und da sehen wir, das ist alles unter diesem einen Gesichtspunkt zu sehen. Und ich persönlich glaube, dass die Endzeitauseinandersetzung nur unter diesem einen Gesichtspunkt zu sehen ist, dass die Spirale des Hasses ohne Ende gegen Israel geht und gegen alles, was christlich und nicht muslimischen Glaubens ist. Allah muss auf unserer Seite sein. Allah muss uns wieder den Sieg schenken. Wir müssen als arabisches, islamisches Volk unbesiegbar sein. Und solange diese 3,5 Millionen Juden dort in Palästina sind, und jetzt sagt man sogar, sie wären die viertstärkste Macht der Welt, und jetzt haben sie im Libanon alles in Grund und Boden zerstört. Die gefürchtete russische Kriegsmaschinerie ist von der ganzen Welt lächerlich gemacht worden durch die Präzision, mit der Israel dort gesiegt hat. Das darf nicht sein. Wir müssen alles tun, um dieses Volk zu vernichten. Und sehen Sie, das ist dann das Antichristi, was auf uns zukommt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass der Antichrist aus dem mohammedanischen Lager kommt, aber dieser fanatische islamische Glaube wird in der Endzeit eine gewaltige Rolle spielen. Und wenn ich Ihnen jetzt die Bilder zeigen könnte, die durch die Weltpresse gegangen sind, dann können Sie sich den Rest denken, wenn man einen Mann sieht, der Papst von Rom heißt, mit dem Arafat an der Seite. Wenn man so etwas sieht,
wo dieser Mann sich, der Papst von Rom, Stellvertreter Christi nennt und keinen Mund, keine Zunge erhoben hat, als die 100.000 christlichen Leute, die zwar nicht alles wiedergeborene Christen waren, wir sagen Namenschristen, dass die alle im Libanon niedergeschlachtet wurden. Wo der Papst keinen Finger gekrümmt hat, sondern hat diesen Meuchel, dieser Obermeuchelmörder empfangen, der mit seinem unrasierten Gesicht und mit seiner Pistole im Gürtel jetzt beim Papst war und vor Jahren in der UNO gesprochen hat, dass alle UNO-Vertreter laut geklatscht haben. Nur der israelische Vertreter hat damals die UNO verlassen. Wir erinnern sich, es war am 13. November des Jahres 1974, wo das geschah. Und da merken wir, wie sich die Endzeitblöcke zusammenschließen. Und dann merken wir, was die Bibel sagt. Denken Sie bitte an das Wort, das der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte sagt. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet und wartet, dass man euch den Mörder schenkte. Und dann sieht man, wie heute die Welt den Mörder will. Dieser Mann ist ein Obermörder an Tausenden von unschuldigen Frauen und Kindern jüdischen Blutes. Und dieser Obermörder, der Yasser Arafat heißt, der wird vom Papst in Rom empfangen. Dann sehen Sie etwas von der Endzeitkonstellation, die sich jetzt vor unseren Augen entfaltet. Und nun ein letztes. Warum bekommen denn diese geflüchteten Palästinenser nicht ihren eigenen Staat? Denn das mitleidige Geheulen dieser Welt lautet doch auf politischer Ebene, diese geflüchteten Palästinenser, offizielle Zahl ist 560.000, die müssen ihr Heimatland haben. Das hatte einer unserer Mitbrüder, der hier heute Abend gegenwärtig ist, unseren letzten Rundbrief mit dieser Palästinenserfrage an die Bundesregierung geschickt und der bekam dann eine Antwort von der CDU-CSU-Fraktion und dann schrieben die freundlich zurück, sie hätten das alles zur Kenntnis genommen und sie möchten ihm drei Dinge mitteilen. Erstens besteht die Bundesregierung darauf, dass natürlich das Volk Israel dort in Frieden leben soll, anerkannt ist. Zweitens, dass die umliegenden Völker dort in Frieden leben sollen, dass der Friede in dieser Region erhalten bleibt. Und drittens, dass die Palästinenser zu ihrem Heimatrecht, zu ihrem Heimatland kommen. Warum haben denn die Palästinenser kein Heimatland und kein Heimatrecht? Liegt das jetzt wirklich an Israel? Warum haben sie keine Autonomie und keinen eigenen Staat? Nun, in zwei Minuten ist es gesagt. Von 1948 bis 67 war ganz Samaria, Judäa und der Gazastreifen in rein arabisch-jordanischer Hand. Warum hat man in diesen 19 Jahren keinen Palästinenserstaat gegründet? Warum nicht? Keine Antwort. Oder gibt es doch eine Antwort? Doch, es gibt eine Antwort. Weil die arabischen Staaten keinen Palästinenserstaat wollen. Warum wollen sie ihn nicht? Weil die 6 PLO-Mörderorganisationen unter Yasser Arafat niemals von den 560.000 Palästina-Flüchtlingen gewählt worden sind, sondern sie sind die Hilfstruppen des Weltkommunismus, die zu den arabischen Ölquellen wollen. Und die Wahrheit ist, dass niemals das arabische Volk, niemals die 560.000 Flüchtlinge, niemals die 300.000, die im Gazastreifen heute noch wohnen und die 700.000 Araber in Judäa und Samaria, dass die niemals gewählt haben, wir wollen Yasser Arafat und diese 6 PLO-Organisationen als unsere offiziellen Vertreter in der Welt haben. Niemals, im Gegenteil, die lehnen das ab. Wenn in Israel ein arabischer Terrorist einsickert, dann dauert keine 24 Stunden, dann hat die israelische Polizei diesen Mann gefasst. Wissen Sie warum? Nicht, weil sie es in eigener Kraft geschafft haben und von selbst aus so tüchtig wären, sondern weil die arabische Bevölkerung in Israel anonym der israelischen Polizei die Hinweise gibt, da ist der Terrorist eingesickert. Und das dauert keine 24 Stunden. Und dann ist dieser arabische Terrorist erledigt, weil die Araber im Lande ihn an die israelische Polizei verraten. Weil die Araber im Lande in Frieden leben wollen. Das einzige Problem, was die Araber im Lande mit dem Staat Israel haben, ist, dass die intellektuelle Oberschicht, die studiert hat, es sind 2000 arabische Studenten allein auf der Universität in Jerusalem,
Diese arabische Oberschicht, die kann nicht in den Staat Israel integriert werden. Warum? Weil diese gebildeten, studierten Araber keine höhere Stellungen im Staat Israel, in der Wirtschaft, einnehmen können, weil der ganze Staat Israel durch die ständige Verteidigungsbereitschaft überall mit Fragen der Sicherheit und des Geheimdienstes umgeben ist. Weil alles unter Geheim und Verschluss und Sicherheit steht, denn weil jeder israelische normale Familienvater und Beamter und Angestellter und Arbeiter, der hat irgendein militärisches Geheimnis. Und der ganze Staat Israel ist in der Privatwirtschaft, im Privatleben von militärischen Geheimnissen durchdrungen. Und die arabische Oberschicht, die studiert hat, die jetzt die Stellen einnehmen würde, die die Juden haben, die würde jetzt in die israelischen militärischen Geheimnisse eingeweiht werden. Und das ist für Israel unmöglich. Darum kann die arabische Oberschicht im Staat Israel nichts werden. Jetzt haben sie studiert, jetzt haben sie Geld, jetzt stehen sie auf der Straße und in ihrer Langeweile arbeiten sie mit der PLO zusammen. Das ist die einzige Not, die Israel mit den Arabern hat. Und der größte Teil der arabischen Zivilbevölkerung ist froh, dass sie unter israelischer Herrschaft leben. Sie haben es noch nie so gut gehabt, wirtschaftlich, und sie haben noch nie so viel Freiheit gehabt wie unter Israel. Sie haben ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Koranschulen, ihre eigenen muslimischen geistlichen Gerichte. Sie haben ihre eigenen Schulbücher. Sie haben ihr eigenes kulturelles Wesen, das von Israel nicht angetastet wird. Der ganze Tempelplatz ist bis heute noch in arabisch-muslimischer Hand. Und kein Kultusminister und kein Staat Israel sagt den Arabern irgendein Wort, wenn die frei auf dem Tempelplatz schalten und walten. Und die Israelfahrer, die hier mit sind, die mit uns in Israel gewesen sind, die können das bestätigen. Wie autonom die Araber in ihren heiligen Städten walten. Wie oft haben wir vor verschlossenen Türen gestanden. Wie oft hat man uns das Beten und Singen auf dem Tempelplatz verboten, weil wir unreine Heiden waren und dort die arabischen Moslems sind. Das, ihr Lieben, ist die Autonomie, die Israel dieser arabischen Bevölkerungsteil gibt. Und dieser arabische Bevölkerungsteil hat noch nie die PLO als offizielle Vertreter gewählt. Und man merkt es jetzt, dass die PLO von allen arabischen Staaten, sogar vom Herrn Gaddafi, von Libyen und von Syrien allein gelassen wird. Warum? Weil die arabischen Staaten überhaupt keinen Palästinenserstaat wollen. Und warum wollen sie keinen Palästinenserstaat, obwohl doch die ganze Welt davon redet, dass die Palästinenser ihre Heimat wollen? Die Araber wollen keinen Palästinenserstaat, weil ein Palästinenserstaat, ob der nun in Israel entsteht oder im Libanon oder in Jordanien, weil dieser Palästinenserstaat durch die gegenwärtige Führung der PLO, durch Arafat und durch diese Leute sofort ein Brückenkopf und eine Operationsbasis für den Weltkommunismus wäre, Fuß zu fassen in diesem Palästinenserstaat und von da aus durch die Geheimagenten und Revolutionäre den König von Jordanien, den König von Saudi-Arabien und die Könige und Fürsten von den sogenannten Golf- und Ölstaaten umzubringen, eine kommunistische Revolution durchzuführen und all das arabische Öl, wenn einem Handstreich in russischer Hand. Und das wissen die Könige von Arabien und das weiß der König von Jordanien und das wissen all die Fürsten und Feudalherren von den sogenannten Golf- und Ölstaaten. Und deswegen wollen die keinen Palästinenserstaat. Und deswegen geht diese Geister dieses Gerede von dem Palästinenserstaat durch die Weltpresse, um den Druck und den Hass gegen Israel zu schüren. In Wirklichkeit will man ihn nicht. Und nun lag hier ein letztes Geheimnis. Wissen Sie, warum Deutschland die Leopard-Panzer nicht geliefert hat an Saudi-Arabien? Uns hat ein hoher israelischer ehemaliger Beamter im Ruhestand gesagt, aus dem einfachen Grunde, wenn die Saudis die gefürchteten Leopard-Panzer bekommen hätten, dann wäre das Gleichgewicht zwischen Israel und den Araberstaaten ins Rutschen gekommen. Und dann wäre die Gefahr gekommen, dass der Weltkommunismus dort unten eingegriffen hätte. Solange Israel die Präsenz, solange Israel das Übergewicht im Militärischen hat,
können die Golfstaaten Arabien und Jordanien Israel nicht angreifen. Und weil sie Israel nicht angreifen können, gibt es zwischen denen keinen Krieg. Und die jordanischen und arabischen Könige und Feudalherren regieren dort weiter. Wäre es jetzt umgekehrt, dass diese gefährlichen Panzer geliefert würden und es käme zu einer Auseinandersetzung, würde in dieser Auseinandersetzung, in diesem Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten, würden sofort die Ölscheichs und die Ölkönige liquidiert und die Revolution von unten würde ein kommunistisches System aufbauen. Und das ist die große Angst, wo jetzt die PLO-Terroristen hingekommen sind. Man hat sie in viele Länder von Beirut zerstreut, weil jede Regierung Angst hat, wenn diese PLO-Leute ins Land kommen. Die sind alle in den Ostblockstaaten gedrillt und ausgebildet. Das sind die besten Mitarbeiter von Moskau. Die werden unsere Lande eigenes Regierung stürzen. Die werden den Herrn Mubarak in Ägypten stürzen wollen, den Hussein in Jordanien. Die werden in Syrien und überall die Könige und die Herrscher dort stürzen wollen, um ein kommunistisches Regime aufzurichten. Und das ist ihre Angst. Und deswegen wollen die keinen sogenannten Palästinenserstaat, obwohl die ganze Welt davon redet. Und nun, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Darlegung. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so lange und engagiert gesprochen habe. Wir als Kinder des lebendigen Gottes sehen, wie sich das prophetische Wort erfüllt und wie nach Sacharja 12 sich alle Völker der Welt gegen Jerusalem forcieren. Und was wir nie für möglich gehalten hätten, dass der islamische Glaube, der doch so weit von uns weg gewesen ist, dass der eine derartige Weltmacht wird und dass dieser islamische Glaube nach meiner Erkenntnis, Islam, Mohammedaner, dass sie mit ein gewaltiges Stück des antichristlichen Werkes in der Endzeit tun werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich bin fest von überzeugt, dass Gott sein Volk Israel weiter bewahren und segnen wird. Israel hofft sehr auf einen Frieden mit dem Libanon. Und ich sage Ihnen das eine, dieses Massaker, das in diesen beiden Palästinenserlagern im Libanon stattgefunden hat, das ist erst ein Vorspiel. Wenn Israel wirklich mal vom Libanon abziehen wird, wird sich die libanesische Bevölkerung, weil dort die Blutrache noch herrscht, furchtbar rächen an den Palästinensern, die in den Lagern sind. Weil aus den Palästinenserlagern die PLO-Leute kamen. Und es gibt im Libanon kaum ein Haus, wo nicht ein Toter oder Mordeter ist. Und die Überlebenden werden sich an den Palästinensern furchtbar rächen, dass das Massaker, was jetzt kürzlich geschah, was man Israel in die Schuhe schieben wollte, dass dieses Massaker ein kleines Vorspiel war. Man hat uns in Israel gesagt, es wird von den Palästinensern im Libanon nicht ein einziger übrig bleiben. So grausam haben die Palästinenser mit der libanesischen Bevölkerung aufgespielt, dass die Libanesen, sobald sie können, sich an den Palästinensern rächen werden. Und hier sind wir bei Gog von Magog. Es wird ein Schwert des einen gegen das Schwert des anderen gehen. Und das Problem der Araber in Israel ist unlösbar. Bis sich Gog von Magog erfüllen wird, der ja in Israel einfallen wird, wann wissen wir nicht, aber es könnte demnächst sein, dass man uns von israelischer höchster Seite gesagt hat, dass 200.000 Araber jeden Tag von Samaria und Judäa und vom Gazastreifen in das israelische Kernland zum Arbeiten kommen, die sind pro-israelisch. Dass 700.000 ungefähr israelische Staatsbürger sind, die mit Israel halten. Und wenn Gog von Magog in Israel einfällt und die PLO-Mörder und diese ganzen Mörderspezialisten kommen mit, werden die PLO-getreuen Araber die Israel-getreuen Araber niedermetzeln und die Israel-getreuen Araber werden sich gegen die PLO-Araber, gegen die kommunistischen Araber wehren. Und dann wird es unter den Arabern ein furchtbares Blutbad geben und es wird sich Ezekiel 39 erfüllen. Das Schwert des einen geht gegen das Schwert des anderen. Das sagt die Bibel über die Zukunft, was über dieses Volk kommen wird. Und nun könnte ich stundenlang darüber sprechen, warum, wieso, weshalb. Ich möchte das mit diesen Ausführungen jetzt bewenden lassen. Die Palästinenserfrage, ist das eine Frage? Der Libanon-Konflikt, was ist das für ein Konflikt?
Wir merken, es spitzt sich in den Gog von Magog-Krieg und in die antichristliche Zeit hinein. Und dass wir als Gläubige von diesem Zeichen der Zeit, die dort unten geschehen, fragen müssen, Herr, wann kommst du? Sind das nicht die Zeichen der Zeit, die uns der Gemeinde sagen, es ist allerletzte Zeit, der Herr kann heute, der Herr kann morgen, der Herr kann in diesem Jahre kommen? Müssen wir von diesen Zeitereignissen nicht sagen, Herr, wir wollen für dich wirken bis zum letzten Augenblick. Wir wollen alles tun, damit wir, bevor die Nacht kommt, die Ernte einbringen und du wiederkommen kannst und wir nicht müßig am Markte stehen. Ich frage mich auch mal manchmal, warum man sich so für das Reich Gottes aufopfert, warum man ständig unterwegs in der ganzen Welt versucht, das Evangelium zu verkündigen und man hat nur eine Antwort. Uns bleibt nichts anderes übrig, wo die Zeichen der Zeit so auf das Ende, auf den Sturm des Antichristen hindeuten, müssen wir als glaubende Gemeinde alles tun, um die letzte Ernte einzubringen, dass unser Heiland bald wiederkommen kann. Möge uns der Herr all diese politischen und anderen Informationen, die wir bekommen haben, dahingehend segnen, dass wir im Lichte der Heiligen Schrift sehen, es ist später, als wir denken. Israel ist nach wie vor das unbesiegbare Volk und wird es bleiben, bis das der Herr kommt. Aber bis das der Herr kommt, wird auch der Kampf und der Hass gegen Israel bleiben. Und wenn auch alle Weltvölker gegen Israel toben, ich sage Ihnen das eine, wandern Sie nicht nach Kanada oder nach Australien aus, um dem Atomkrieg in Europa zu gehen. Wenn Sie Ihre heile Haut retten wollen, ich rede jetzt nicht als Gläubiger, ich rede jetzt als ganz normaler Mensch, der auch hier in Westeuropa lebt und auf die schrecklichen Dinge, mit den schrecklichen Dingen rechnen, die um unser Volk kommen wird, dann gebe ich Ihnen nur einen Rat, wandern Sie nach Israel aus. Das ist das Land, das wir jedes Jahr auf jeder Reise leben, ein Land des Friedens. Es ist ein schweres Leben. Die Männer müssen in den Krieg, die Leute müssen schwer arbeiten, die Inflation ist groß. Aber über diesem Lande heißt es, dass Gott seine Augen offen hält, Tag und Nacht. Und von diesem Lande heißt es, dass darum die Stadt Jerusalem eine feurige Mauer sein wird. Ja, sie werden durch die große Trübsal gehen, das ist gewiss. Aber bis dahin wird der Herr sein Volk, sein Land und seine Stadt beschützen. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Persönlich gibt es viel Leid, manche werden noch umkommen, aber das Volk als Ganzes ist unüberwindlich. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie nach Israel auswandern sollen. Ich habe nur gesagt, es ist ein Irrtum zu meinen, in Kanada oder Australien sein Leben zu retten. Wenn einer von Westeuropa auswandern will und sein irdisches Leben retten will, dann soll er nach Israel auswandern. Und jeder, der mit in Israel war, der kann das bestätigen. Wir haben vom Libanon-Konflikt nichts gesehen. Gar nichts. Uns hat man nicht eine Knarre in die Hand gedrückt und uns in den Krieg geschickt, wie das hier gesagt wurde. Oder wie einige Reiseteilnehmer erzählt haben, als sie ihren Mitnachbarn und Mitarbeitern sagten, wir fahren nach Israel. Was, dort willst du hinfahren, um dich totschießen zu lassen? Oh, ihr Lieben, was für ein Irrtum. Was für ein Land des Friedens, wenn man sieht, wie die 3,5 Millionen Israelis mit 1,3 Millionen Arabern in Frieden zusammenleben. Es sind nur ein paar tausend Meuchelmörder da, die von Moskau gesteuert sind, um das Volk Israel zu vernichten. Aber das Volk und das Land selbst lebt in Frieden, in ihren Häusern, an ihren Arbeitsplätzen, betet an der Klagemauer. Die Synagogen sind am Sabbat voll, 8000 Synagogen in Israel sind mit Juden gefüllt, jeden Sabbat, an jedem Feiertag, jetzt am großen Versöhnungstag, jetzt am Laubhüttenfest, das gestern zu Ende gegangen ist. Heute ist das Fest der Gesetzesfreude. In diesem Volk hat der Herr seinen Frieden und seinen Segen und dieses Volk bleibt unüberwindlich. So würde ich den Libanon-Konflikt und die Palästinenser-Frage sehen und möge der Herr uns segnen, dass diese kurzen Darlegungen uns zum Segen werden, dass wir nicht nach Amerika oder nach Australien auswandern oder meinen, wir müssen in Israel unsere heile Haut retten, das habe ich nicht gesagt, sondern das ist für uns das Wichtige und den Völkern auch hier in Deutschland das Evangelium zu verkündigen und bereit zu sein, wenn unser Heiland kommt.